Hi Fans, alles easy, ich bin's wieder, der Turbo-Reini. Heute mit einem weiteren Video, wie man eine Stummmusik-Session oder das Stummmusik-Pack zusammenstellt und wie immer bei den anderen Videos auch darauf achten, von wann das Video ist, immer aufs Datum schauen, vielleicht gibt es schon ein aktuelleres. So, jetzt aber zu der Stummmusik-Zusammenstellung. Das ist jetzt eine fertige Session. In diesem Video zeige ich dir natürlich wieder, wie man eine neue anlegt, Schritt für Schritt, dazu auf Bearbeiten gehen. Also wenn man eine Session anlegt, siehst du ja bei den anderen Videos, aber wir machen das eben schnell durchlauf. Auf Bearbeiten, oben auf das Plus, dann wird eine neue Session aufgemacht, dann auf das Pluszeichen und jetzt wählen wir die Instrumente an. Was braucht man jetzt zu der typischen Stummmusik? Natürlich braucht man eine Harfe. Ich hoffe, dass du das Instrument hast. Genau, wenn nicht, einfach besorgen. Dann gehen wir auf Harfe und wir nehmen erst einmal einen Harfenbass. Und da wählen wir oben den Kanal an. Das ist bei mir, der Bass ist auf Kanal 3. Schauen wir mal. Harfenbass schon mal fertig. Jetzt nehmen wir das zweite Instrument, wählen wir an. Und logischerweise brauchen wir auch eine Harfe bei den Akkorden. Und dazu haben wir hier die Harfenakkorde, wählen wir an. Hier oben den Kanal 2, also das ist bei mir MIDI Kanal 2. Wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Jetzt hörst du, dass das falsch ist. Und das ist jetzt der Vorteil eigentlich von dieser App, also früher hat man ja immer drei Töne bekommen bei einem Akkord, bei dem alten Dreikanal-MIDI, dann sind die Sample-Kanäle gekommen, das heißt, da ist bloß noch ein Ton gekommen, da hat man umgestellt und jetzt muss ich sagen, ich bin eigentlich wieder zurückgekommen auf diese alte Version, so kann man nämlich eigentlich mit einem alten Dreikanal-MIDI spielen, gut, die neueren kann man ja wieder umschalten oder Sample-Kanal ausschalten und ich habe jetzt spiele meistens alles ohne Sample-Kanal. Warum, werde ich dir dann gleich sagen, weil da kannst du nämlich auch teilweise von der Discant-Seite Instrumente auf die Akkorde legen und da kommen dann drei Töne, also somit kannst du auch weitere Instrumente erzeugen. Genau, das nur am Rande. Jetzt wenn du aber drauf drückst und das falsch ist, einfach nur hier oben die Akkorderkennung einschalten, dann stimmt das. So, somit haben wir schon einen Harfenbass und die Harfenakkorde. Hast du auch noch die Möglichkeit, Arpeggio zu nehmen, das heißt eigentlich, da kommen die Töne brrn, also hintereinander. Das heißt, wenn du länger auf den Akkorden drum bleibst, dann also wenn du kurz spielst, kommt der Akkord und wenn du länger umbleibst, wird der Akkord runtergespielt. So weit, so gut. Jetzt haben wir schon diese beiden Instrumente. Jetzt brauchen wir natürlich noch was für die rechte Seite und da nehmen wir natürlich auch eine Harfe dazu, weil man ja, da steht Harfe Discant, wählen wir an. Discant ist Kanal 1, ist bei den meisten MIDI so. Jetzt testen wir das mal durch. Da haben wir jetzt auch eine Harfe ausklingend. Das heißt, wenn man da jetzt drauf drückt und gleich wieder weggeht, die klingt einfach aus. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau, ich nehme jetzt aber die Harfe Discant, mir ist lieber die spielt so lange, wie ich oben bleibe. Soweit sind wir jetzt schon beim ersten Stubenmusik-Pack, sage ich mal, das ist die ganz einfache Version, Harfenmusik einfach. Ne? Genau, Lautstärke könnte man da noch anpassen, wenn es wäre. Was jetzt noch fehlt, jetzt gehen wir zurück und benennen diese Session einfach in Stubenmusik 1. Wie gesagt, das bleibt aber dir überlassen, wie du das nennst. Du kannst auch die Instrumente da reinschreiben oder willst, wie du das möchtest. Ich mache halt meistens Stubenmusik 1, weil jetzt gehe ich da drauf und dupliziere das und somit habe ich die nächste gleich hier unten.
ist nach unten, also die wird immer als letztes dann dran kopiert. Dann gehe ich wieder auf Bearbeiten und jetzt hat da mal zu dieser Stubenmusi noch dazu einen Kontrabass. Passt sehr gut dazu, nehmen wir einfach mal den normalen, den tun wir auch wieder auf den Kanal 3, Basskanal 3. Genau, das wäre jetzt die weitere Variation und dass wir aber nicht zu viele Sessions zusammenkriegen, da haben wir jetzt noch zu der Stubenmusik, könnte man rechts auch noch eine steirische dazu tun. Nehmen wir mal die zweichörige, die da ist logischerweise auf Kanal 1. Genau, machen wir auf Fertig. Die steirische ein bisschen leiser. Das war zu viel, das Gute. Genau, soweit könnte man das jetzt wieder zurückgehen und das Ganze benennen oder umbenennen, besser gesagt. Da löschen wir jetzt die restlichen raus. Das nehmen wir jetzt Stubenmusik 2. Umbenennen, fertig. Jetzt haben wir Stubenmusik 1, Stubenmusik 2. Jetzt kopieren wir wiederum das, also duplizieren das. Jetzt kommt die nächste dazu, jetzt bearbeiten wir die. Und da machen wir es jetzt so. Zur Stubenmusik gehört auch meistens noch ein Hackbrett. Und da tauschen wir das jetzt einfach aus. Da nehmen wir statt der steirischen, nehmen wir jetzt ein Hackbrett her. Das ist logischerweise auch auf Kanal 1. Und dass du jetzt den Unterschied hörst, drehe ich jetzt mal die Harfe von diesem, von diesem 1er Kanal, nehme ich da die Lautstärken weg, sodass wir jetzt nur die Harfen hören. Weil da haben wir nämlich auch diese Harfe weich. Ah, Hackbrett. Entschuldigung. Dann Hackbrett weich ausklingen. Das ist wieder dasselbe, da klingt das länger nach. Oder wir haben Hackbrett hart. Hackbrett hart ausklingen. Genau, es ist ein ganz tolles Hackbrett. Das ist ja von der Auer Froni eingespielt worden. Also ganz eine tolle, die ist ja bekannt vom Auer Hansl Stirndl. So, jetzt aber, dass wir wieder zurückkommen. Jetzt machen wir da die Duettfunktion noch rein, oder nehmen wir die Harfe als Zweitstimme und zwar als Unterstimme und jetzt diese Harfe nehmen wir als Hauptstimme, Oberstimme. Schauen wir mal, ob wir es richtig eingestellt haben. 2 Lower, 1 Upper. Genau. Und jetzt heißt es, wenn du genau hinhörst, ist beim zweistimmig spielen, das habe ich ja in dem anderen Video schon erklärt mit der Duettfunktion, jetzt habe ich es eingestellt, dass das Hackbrett unten ist und die Harfen drum. Genau. Also ganz easy, so wie wir es heute gewohnt sind. Jetzt haben wir zurück, jetzt nehmen wir das Ganze umbenennen, selber Vorgang. Au, habe ich jetzt verfehlt, umbenennen. Da zurück, Stubenmusik 3, fertig, jetzt haben wir schon das dritte, jetzt machen wir noch 2, falls wir hinkommen mit dem Akku, duplizieren und bei diesen hängen wir jetzt noch die steirische dran und diese steirische, da nehmen wir jetzt wieder zweikörige, nehmen wir mal die andere jetzt, wo haben wir denn da, und die legen wir jetzt auf Kanal 1. Und da, die lassen wir aber auf beide, also die lassen wir ohne Duettfunktion. Und da haben wir bloß die Lautstärken wieder ein bisschen runter. Wenn es ein bisschen schäbert, das ist, kommt von der Mechanik von meiner Morino Klapper die Töne. Also es ist nicht das MIDI, was so schäbert. Genau. So weit, so gut. Wieder zurück. Das dann noch umbenennen. Und so kannst du eigentlich weitermachen und kannst dir deine ganzen Sets zusammenstellen. Das nennen wir jetzt Stubenmusik 4. Fertig.
auf den Live-Modus gehen, dann kannst du die noch drei durchschalten. Warte mal, dann ich jetzt einen Fußschalter, dass ich das unter dem Spiel machen kann, dann siehst du das gleich. Das ist jetzt Stubenmusik 1, Stubenmusik 2, Stubenmusik 3, Stubenmusik 4. So, ich hoffe, dass dir das Video nützlich war, würde mich über Bewertung weiterleiten, teilen, freuen, wenn du ein bisschen Werbung magst. Wenn du Fragen hast, schickst einfach ein E-Mail an mich und vielleicht gibt es ja einen Daumen hoch für das Video und sag bis zum nächsten Video. Servus, alles easy, der Turbo Reni.